Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video und ihr seht, ich habe schon ein bisschen was aufgebaut, denn heute geht es um das Thema Autofokus Feinabstimmung und das Ganze realisiert mit einer Softwarelösung. Ja, dir ist vielleicht auch schon mal so gegangen, du hast dir ein neues Objektiv zugelegt, hast die ersten Fotos gemacht und hast gedacht, der Autofokus, der sitzt aber nicht so hundertprozentig. Und das kommt leider sehr häufig vor. Also bei meinen Objektiven habe ich es jetzt eben herausgefunden, dass es wirklich da schon ein bisschen was zu korrigieren gibt. Und genau das möchte ich dir jetzt in diesem Video zeigen, wie man eben den Autofokus sogenannt feinjustiert. Also nochmal so das letzte Quäntchen Schärfe aus dem Objektiv rausholt. Zwei Dinge brauchst du dafür auf jeden Fall. Das ist einmal eine Kamera, mit der du das auch machen kannst. Also nicht jede Kamera unterstützt diese Autofokus-Feinjustierung. Alternativ, manche Objektive können das, dann kann man die Objektive an einen Dock anschließen, zum Beispiel die Sigma Art Serie unterstützt das, dann kann man das im Objektiv ändern. Ich zeige es heute mal für das Nikkor 50mm 1.8 an meiner Nikon D610 und zwar mit einer Softwarelösung. Das Ganze nennt sich Focal, das kommt von Raycan Technologies. Links packe ich natürlich unten in die Videobeschreibung. Es gibt aber auch Alternativen ohne Software. Das sind dann solche Kalibrierungscharts, die man auf ein Stativ setzt und dann macht man selber Fotos und schaut dann halt eben, wo passt das jetzt am besten. Darum soll es aber heute nicht gehen. Es geht wirklich um die Softwarelösung, denn das finde ich persönlich am genauesten, am einfachsten und am bequemsten natürlich auch. Ich bin immer so ein bisschen bequem. Ich möchte an dieser Stelle auch gerne noch auf meinen Kollegen Stefan Wiesner verweisen. Der hat die Software schon vor längerer Zeit getestet und zwar mit Canon. Da ist das Ganze noch ein Tick komfortabler, denn Canon unterstützt die Tatsache, dass die Software die Feinjustierung in der Kamera selbst verändern kann. Und auf diese Weise kann die Software wirklich nacheinander Bilder machen und dann auch zwischendurch mal diesen Fokus, diese Feinjustierung verändern und man muss überhaupt nicht eingreifen. Hier bei Nikon ist es jetzt ein bisschen anders. Da macht die Software das auch völlig automatisch und ab und zu sagt sie dann, bitte stell doch jetzt mal die Feinjustierung auf den und den Wert ein. Dann ändert man das kurz, dann geht das Programm weiter und irgendwann bekommt man eben einen Vorschlag von der Software, wo denn jetzt bei welcher Einstellung die Schärfe am besten war. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Ich habe hier schon alles ein bisschen aufgebaut. Kamera aufs Stativ, das ist ganz wichtig, denn das Bild soll ja immer gleich aussehen. Im Idealfall klebst du hier oben den Sucher noch ab, dass da kein Streulicht reinkommt. Ich mache das jetzt hier nicht für die Videoaufnahme, denn ich weiß schon, was in etwa rauskommt. Das stelle ich nachher wieder ein. Dauerlicht habe ich hier hingestellt und hier an der Wand bzw. an der Tür ist auch schon das Testchart. Das kommt mit der Software mit. Das habe ich einfach ausgedruckt, hier aufgehangen. Kamera aufs Stativ, drauf ausgerichtet auf die Mitte und that's it. Der Rest macht die Software und die schauen wir uns jetzt an. So, die Software ist hier schon geöffnet. Ich habe jetzt hier Raycan Focal Plus. Es gibt noch Standard und Pro. Ich habe jetzt hier die mittlere Version, die kostet ungefähr 50 Euro. Was da die genauen Unterschiede sind, schau dir am besten mal auf der Website vorbei. Ich klicke jetzt auf Connect und dann gehe ich hier auf Calibration, nehme hier Automatik und dann kann es auch schon losgehen. Und wir klicken einfach hier mal auf Start. So, die Kamera macht jetzt selbstständig Bilder, fotografiert dieses Testchart und man hört es vielleicht so ein klein bisschen. Es wird ein bisschen was umgestellt, defokussiert, dann wieder fokussiert, ein Bild gemacht. Und jetzt bekommen wir gleich ein Feedback von der Software, auch akustisch, was wir jetzt gleich ändern sollen. Das kommt jetzt jeden Moment. So, wir sollen also jetzt ins Menü gehen und die Feinabstimmung den gespeicherten Wert auf minus 20 setzen. Das mache ich jetzt einfach mal. Das ist eine Sache, wie gesagt, die funktioniert bei Canon völlig automatisch. Hier bei Nikon muss ich es leider von Hand machen, funktioniert aber wirklich ohne Probleme. Ich klicke jetzt OK und ich kann jetzt am Rechner auf OK klicken oder ich klicke hier AFL, also die AF-Lock-Taste. Das ist dann der Hotkey und die Software weiß, es darf jetzt weitergehen. Continuing und so geht das jetzt Schritt für Schritt, minus 10, plus 10, plus 20 und die Kamera rechnet sich aus, was das Beste jetzt ist von der Schärfe her auf diesem Testchart.
So, die Software hat jetzt gesagt, jetzt noch einmal bitte auf plus 4. Und da werden wir jetzt auch gleich fertig sein. Die Kamera wird uns dann sagen, welchen Wert wir einstellen sollen. So, die Software hat jetzt also gesagt, hör zu, bei plus 4 ist das meiner Meinung nach am schärfsten. Und wir können uns das Ganze jetzt hier eben schön anschauen. Wir sehen also, hier gibt es die verschiedenen Punkte, die wir gemacht haben. Und wir können auch hier draufklicken und uns diese Werte dann anschauen. Also das ist gar kein Problem. Und können dann eben hier, wenn wir hier klicken, auch hier schön links sehen, wie das Bild eben immer schärfer wird. Und im Vergleich zu vorher auch dann eben jetzt hier bei der Kalibrierung deutlich schärfer ist. Im Moment sind das die gleichen. Jetzt gehen wir mal hier auf den Wert 0. Und wenn wir uns das mal anschauen, ja, ich würde sagen, signifikant ist es jetzt nicht unbedingt besser, aber ist ganz minimal, denke ich, sieht man hier einen Unterschied. Hier hat er jetzt plus 4 ausgespuckt, eben waren es plus 2. Ich glaube sogar, dass plus 2 ein Ticken besser ist, wenn ich mir das hier so anschaue. Aber alles in allem, ich habe es jetzt mit all meinen Objektiven ausprobiert. Da waren die Ergebnisse, ich habe dann immer pro Objektiv, habe ich es 2-3 Mal gemacht, eigentlich immer entweder genau gleich die Ergebnisse oder höchstens plus minus 1 Unterschied. Und danach habe ich halt wirklich damit fotografiert und habe dann auch gesehen, okay, ja, passt von der Schärfe her. Man sieht es hier also wirklich schön in Graphform. Man kann sich die ganzen Werte hier anzeigen lassen. Und mehr gibt es eigentlich auch gar nicht dazu zu sagen. Es ist wirklich spielend einfach. Anstöpseln, aufstellen, los geht's. Ich habe es jetzt hier mit dem 50 mm gemacht. Ich habe mein 24-70, da waren es glaube ich plus 6. Und bei meinem 70-200 auch plus 6 oder plus 7, irgendwas in den Dreh. Also es macht durchaus Sinn, seine Objektive so ein bisschen zu kalibrieren. Das muss nicht mit der Software sein, das kann auch manuell gemacht werden durch Trial and Error. Wichtig ist, stellt eure Kamera auf ein Stativ, dass der Bildausschnitt immer gleich ist, dann könnt ihr es später besser vergleichen. Was ist denn eure Meinung jetzt zu dieser Art der Kalibrierung? Würde mich mal wirklich interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Alle Links dazu, die packe ich euch natürlich auch nochmal in die Kommentare rein. Schaut da einfach mal vorbei. Vielleicht ist das hier ja wirklich was, was ihr euch auch mal zulegen wollt, um eure Objektive noch ein bisschen den letzten Schliff eben zu verpassen. Ich habe euch hier unten noch zwei andere Videos verlinkt. Einmal das Review zum Tamron 24-70, tolles Objektiv. Und ich zeige euch noch ein Video, wie man seinen Sensor selbst reinigen kann mit einem sogenannten Gear-Stick. Eine ganz tolle Sache, geht spielend einfach, schnell gemacht und danach ist der Sensor wirklich frei von jeglichem Dreck. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn du auch wieder beim nächsten Mal dabei bist, wenn ihr wieder dabei seid und wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Mach's gut und ciao.